Kürzlich haben sich die großen Weltwirtschaftsmächte, G8 genannt, in Schottland getroffen und einen teilweisen Schuldenerlass für die Dritte Welt, für einige Staaten der Dritten Welt, beschlossen. Sie haben zu großen Zielen des Jahrtausends, Millenniumsziele genannt, die Armutsbekämpfung erhoben, den Kampf gegen die Korruption. Und üblicherweise sind solche Gipfeltreffen der mächtigen Staatenlenker früher einmal begleitet worden von Demonstrationen, die gegen sie und ihre Politik, gegen die Ergebnisse der Entwicklungshilfe gerichtet waren. Vielleicht nicht immer mit guten Gründen, aber es waren Gegendemonstrationen. Dieser Gipfel dagegen ist mit einer großen Pro-Demonstration begrüßt worden. Es gab ein Konzert rund um die Welt, Live Aid. Und alle Menschen, die dem angehangen haben, die haben offenbar den Stoff, um den dieser Gipfel gerungen hat, so aufgefasst. Wenn die mächtigen Staaten der Dritten Welt Schulden erlassen, wenn sie die Armutsbekämpfung zum Hauptziel erheben, wenn sie den korrupten Saustall in der Dritten Welt endlich einmal ausmisten, wie wir es schon lange fordern, dann besinnen die sich offenbar endlich auf die wesentlichen Ziele, um die es doch zu gehen hat, nämlich den armen Menschen in der Dritten Welt zu helfen. Das ist die öffentliche Wahrnehmung, das ist das Lob. Und Blair und andere haben sich ja auch gleich erkenntlich gezeigt und diese Musikvertreter wie Bono in einen Ausschuss berufen, der sich um die Afrika-Hilfe kümmern soll. Also man versteht sich. Wobei unserer Auffassung nach schon ein oberflächlicher Blick auf die Materie Zweifel säen könnte in das hier behauptete Motiv solcher Beschlüsse zum Schuldenerlass. Es haben sich große Finanzmagnaten dazu so geäußert, dass sie gesagt haben, bei diesem Schuldenerlass verzichten wir auf Geld, das wir ohnehin nicht wiedergesehen hätten. Man weiß jetzt noch nicht, warum sie verzichten. Aber nach einem Motiv, gar nach Hilfe, sieht das ehrlich gesagt nicht aus. Wenn ich das mal auf die Kreditnehmer beziehe, wem werden eigentlich Schulden erlassen? Ja, es gibt einige Staaten in der Dritten Welt, denen werden tatsächlich einige Schulden erlassen. Aber die armen Leute, von denen da die Rede ist, um die es angeblich dabei gehen soll, denen wird überhaupt keine Schuld erlassen. Die hatten in ihrem Leben noch nie einen Kredit. Da gibt es also gar nichts zu streichen. Inwiefern soll denen geholfen sein? Was die Armutsbekämpfung schließlich angeht. Es könnte doch zunächst einmal als Merkwürdigkeit ins Auge fallen, dass die Armut, auf die jetzt so heftig gedeutet wird, für Afrika wird berichtet, 10 Millionen Leute sterben da jährlich an Hunger. Dass diese Armut gar nicht etwas Vorgefundenes ist, auf das jetzt erstmalig der Blick der Staatenwelt fällt, sondern das ist ein Ergebnis von 50 Jahren gelaufener Entwicklungshilfe. Dabei könnte man nicht mal sagen, dass diese Schicksale daran hängen, dass eben auf dieser Welt die natürlichen Ressourcen nicht ausreichen würden, die Lebensmittel verfügbar zu machen, die es bräuchte, um solche Menschen zu ernähren. Die WHO, Weltgesundheitsorganisation, veröffentlicht rund um diesen Gipfel ihre bestürzenden Statistiken, die da lauten, wir haben 10 Millionen Hungertote pro Jahr zu verzeichnen, bei einer gleichzeitigen Verdopplung der Weltlebensmittelproduktion, die mit dem Datum von heute dazu ausreichen würde, ihrem sachlichen Umfang nach, 12 Milliarden Menschen zu ernähren. Das sind doppelt so viele, wie aktuell auf der Erde leben. Also ein Mittelmangel scheint da gar nicht vorzuliegen. Vielleicht liegt es ja dann doch mehr am Willen. Und vielleicht ist es gar nicht abwegig,
sich mal zu fragen, ob politische Strategen wie Schröder, die hier keinen Cent für einen Wintermantel für einen Hartz-IV-Empfänger übrig haben, wirklich das geeignete Personal sind, wildfremden Leuten in der afrikanischen Steppe Lebensmittel zu verschaffen. Das sind so meine ersten anfänglichen Zweifel in die guten Absichten. Und das veranlasst mich, der Sache mal auf den Grund zu gehen, was, warum auf diesem Gipfel beschlossen worden ist. Und das will ich in vier Kapiteln tun. Im ersten möchte ich mal der Frage nachgehen, wie sich eigentlich dieser auf den ersten Blick paradoxe Zustand ergeben hat, dass ausgerechnet die rohstoffreichen Länder solche Länder sind, bei denen über die vielen Jahrzehnte nur die Schulden gewachsen sind. Woher kommen diese Schuldentürme bei den vielen Rohstoffreichtum? Das zweite Kapitel soll erläutern, welche Probleme die Gläubigernationen, die da Kredite vergeben haben, mit diesem Resultat bearbeiten, was sie da vor sich haben und warum sie den Schuldenerlass machen. Und drittens möchte ich mal auf den Prüfstand stellen, was das eigentlich ist und bedeutet, wenn für 28 Staaten, um so viele Staaten geht es aktuell, die zahlungsunfähig sind, beschlossen wird, ab sofort und für die Zukunft gibt es in diesen Staaten nur noch ein Ziel, Armutsbekämpfung. Was heißt das? Und schließlich im vierten Kapitel zum Schluss ein Blick auf die moralische, aber auch praktische Produktivkraft des Vorwurfs, Korruption regiert in der dritten Welt. Zunächst also zu den Schuldnernationen, die als rohstoffreiche Länder ihre Karriere begonnen haben. Jeder weiß es noch, ausgänglich sind das Kolonien gewesen, die von den großen Staaten, von den Kolonialmächten, nach dem Krieg in die Selbstständigkeit entlassen worden sind, und so waren sie von da ab formell souverän. Sie herrschten über ein Stück Gelände und haben sich die Frage gestellt, was sie mit dieser ihrer Herrschaft über ein Stück Gelände anfangen. Und die Strategie, die sie sich vorgenommen haben und auf die sie sich festgelegt haben, hieß Entwicklung. Wir wollen so werden wie die großen, reichen, mächtigen Vorbilder, die am Weltmarkt gutes Geld verdienen, die eine heimische Industrie bei sich beherbergen, die weltmarktfähige Waren produziert, die verkaufen, die gutes Geld verdienen, aus denen sich auch ein mächtiger Staat finanziert, sodass man ökonomische und politische Macht kombiniert. Das möchten wir werden. Wir haben uns also darauf festgelegt, wettbewerbsfähige Waren in den Weltmarkt zu werfen, um gutes Geld zu verdienen, das sich in politische Macht ummünzen lässt. Und was sie als quasi Ausgangsbasis für dieses Vorhaben bei sich vorgefunden haben, war, dass sie dank eines Zufalls der Natur auf dem Gelände, über das sie herrschen, viele verschiedene Arten von Rohstoffen beherbergen. Diese Rohstoffe zu heben, daraus verkäufliche Güter zu machen, das war die Geburtsstunde der Karriere dieser Rohstoffländer. Und um überhaupt diesen Prozess in Gang zu setzen, über den Verkauf von Rohstoffen Geld zu erwerben, haben sie einen kleinen Zirkel vor sich gehabt. Sie hätten nämlich bereits über echtes, verdientes Geld verfügen müssen, um die Anlagen, die Infrastruktur für das Heben und Vermarkten dieser Stoffe anstoßen zu können. Also haben sie Kredit gebraucht. Geliehenes Geld, mit dem man diese Infrastruktur, diese Förderanlagen kaufen konnte am Weltmarkt, das sie auch tatsächlich bekommen haben, geliehen von großen westlichen Banken, die diese Kredite mit der Sicherheit im Rücken vergeben haben. Mit deren Hilfe wird ein
Rohstoffexportgeschäft aufgezogen, aus denen sich die von uns vergebenen Kredite ja auch bedienen und verzinsen lassen. So haben die Rohstoffländer angefangen und für den Weltmarkt Rohstoffe produziert. Es war klar, für den Weltmarkt und nur für ihn, denn sowas wie eine heimische Industrie, die nach ihrem Zink und Kupfer und Kobalt und Kaffee und so fort verlangt, gab es ja nicht. Die sollte ja erst im Vollzug des Gelderwerbs über solche Käufe peu à peu auf dem heimischen Boden mit den Gelderträgen und Überschüssen, auf die man da gesetzt hat, finanziert werden. Rohstoffe wurden also gehoben, auf den Weltmarkt geworfen und an den dort gängigen Börsen von der Nachfrage aus den großen kapitalistischen Abnehmerländern absorbiert zu Preisen, die freilich genauso schwankten wie die Konjunktur in diesen Ländern. Und jedes Ab in einem Konjunkturzyklus oder ein Ab, das sich schon allein dadurch ergibt bei manchen Stoffen, dass in den großen Industrieländern immer mehr Arbeitslose durch das Wachstum des Kapitals produziert werden. Da gibt es weniger Kaufkraft, die sich auf Kaffee und andere Stoffe richtet. Jede Abwärtsbewegung beim Preis hat für diese Entwicklungsländer, die aus dem Rohstoffexport ihre Einnahmequelle fabrizieren wollten, einen Anschlag auf eben diese Einnahmequelle bedeutet. Ein Umstieg, weil die Preise verfallen für Kaffee oder Kupfer, steht für dieses Subjekt gar nicht einfach zu Gebote. Bestenfalls in dem Sinn, dass sich vielleicht auf so einem Territorium neben Kupfer noch Kobalt findet. Aber das wäre eine Art von Diversifizierung, wo das Problem multipliziert und nicht behoben wird. Und eine andere Strategie, die unter kapitalistischen Unternehmen üblich ist, man hortet vielleicht bei gewissen Waren, bis die Preise sich wieder erholt haben. Das ist eine Strategie, die steht in diesem Fall gar nicht zu Gebote. Nicht einfach deswegen, weil da mancher Rohstoff von verderblicher Art ist, bei Lebensmitteln, sondern weil für die Staaten, die das Subjekt dieses Verkaufs sind, dieser Exporterlös die einzige Einnahmequelle ist, sodass der Verzicht auf den Verkauf einen gesamten Staatshaushalt lahmlegen würde. Für diese Staaten, und das macht einen elementaren Unterschied zu jedem kapitalistischen Geschäft aus, ist die Tatsache, dass ein Preis erzielt wird in einem weltmarktfähigen Geld, wichtiger als die Frage, wie hoch dieser Preis ist. Geschäftsleute, die solche Minen oder Plantagen betreiben, die würden wie üblich den Kostpreis, den sie zu verauslagen haben, um solche Stoffe zu heben, mit den am Markt erzielbaren Preisen vergleichen und auf die Gewinnspanne achten, die sie aus diesem Geschäft ziehen. Und wenn das dauerhaft eine Spanne ist, die gegen Null tendiert, dann würde das Geschäft eben eingestellt und das Kapital in andere Sphären geworfen. Für den Staat ist das die einzige Einkunftsquelle. Und deswegen ist das Mittel der Wahl bei all diesen Staaten, auf den Preisfall ihres Produkts mit einer Ausdehnung der Menge zu antworten, um den Preisfall eben durch die Multiplikation wettzumachen. Man bekommt zwar für den Sack Kaffee im Moment 10 Dollar weniger als vor 6 Monaten, dann muss man aber eben um so viel mehr Säcke verkaufen, um den Einnahmeverlust zu kompensieren. Und hinzu kommt, dass diese Tendenz auf sinkende Preise mit einem Überangebot zu antworten auch noch zu einem Prinzip wird, das sich verfestigt in dem Maße, wie immer mehr von diesen Ex-Kolonien zu Entwicklungsländern werden, die auf diese Weise mit dem Export von Kupfer oder Kaffee Geld machen wollen. Auf der anderen Seite stehen diesen tendenziell sinkenden Erlösen, erzeugt durch das Überangebot dieses Subjekts, tendenziell wachsende Zinslasten gegenüber. Die Schulden, die diese Drittweltländer haben, die vermehren sich schon automatisch, allein deswegen, weil im nächsten Jahr die Zinsen mitverzinst werden.
Das ursprüngliche Ziel ihrer eigenen Entwicklungsstrategie hat sich deswegen gar nicht recht einstellen wollen, dass nämlich aus diesen Verkäufen ein Überschuss über die aufgenommenen Schulden entsteht, den man dazu nutzen kann, im Inneren des Landes eine kapitalistische Industrie zu finanzieren, aus der dann ein Markt mit Zulieferern wird, sodass eine Erwerbsgesellschaft heranwächst, die in etwa wie bei den kapitalistischen Vorbildern aussieht. Ein solcher Geldüberschuss hat sich gar nicht eingestellt, im Gegenteil, die Erlöse in diesen Staaten sind selbst hinter den Notwendigkeiten zurückgeblieben. Und da ist bei den Notwendigkeiten an erster Stelle zu nennen der Schuldendienst selber, plus natürlich die Kosten für die Aufrechterhaltung des Rohstoffexports. Das meint, sofern der Staat das in eigener Regie betreibt, die Finanzierung von Fördereinrichtungen und Infrastruktur. Und dass das so ist, ich mache gleich eine Zäsur, dass das die eingetretene Lage ist, das haben die großen Gläubigernationen eingesehen, zur Kenntnis genommen und haben darauf geantwortet. Es gab Abkommen, die hießen zum Beispiel STABEX, Abkommen zur Stabilisierung von Exporterlösen. Da wurden von politischer Seite, also von Staaten oder von internationalen Agenturen, Kredite an Drittweltländer vergeben, damit sie überhaupt die Voraussetzungen für ihren Rohstoffexport mithilfe neuer Kredite weiterfinanzieren können, weil die Erlöse aus dem Verkauften dafür nicht hinreichen. Es war also das Eingeständnis, dass ohne einen politischen Kredit, der sich auf den Bankkredit draufsetzt, mit dem das Geschäft angeschoben worden ist, dauerhaft überhaupt nicht ein Rohstoffexportland betreiben lässt, weil die staatlichen Notwendigkeiten wie eine Verwaltung, Behörden, die sich um die Infrastruktur und die Straßen und Schienen kümmern, ein Polizeiapparat, der dies alles schützt, dass ohne diesen politischen Kredit diese Exportvoraussetzungen überhaupt nicht finanzierbar sind und aufrechterhalten werden können. Das mache ich mit Zäsur. Ja, ich habe einen Übergang, entweder war da ein bisschen flott oder ich habe ihn einfach nicht mitbekommen. Er wurde es angefangen und gesagt, die Produktion von Rohstoffen, die muss notwendigerweise für den Weltmarkt erfolgen, weil ja nur da die Abnehmer sind. Ja. Denn war der nächste Gedanke, dort auf dem Weltmarkt, also in den Industrienationen, gibt es die Konjunkturen, sodass von daher die Nachfrage nach diesen Rohstoffen schwankt. Und damit schwankt auch der Preis, zu dem die Rohstoffe dort verkauft werden. Ja. Und jetzt hast du einen Übergang drin gehabt, wo du gesagt hast, es ist nicht einfach das Schwanken. Also das würde ja einfach heißen, mal verdienen sie ein bisschen mehr, ja. Mal verdienen sie ein bisschen weniger. Jetzt gab es da einen Übergang, wo du auf jeden Fall die These ja vertreten hast, das führt dazu, dieses das führt dazu, oder was führt denn dazu, dass es in der Tendenz einen fallenden Rohstoffpreis gibt. Das ist das, was mir noch fehlt. Gut, dann schiebe ich jetzt das dazwischen, was dir fehlt. Ich meine, ich habe es gesagt, aber ich wiederhole es nochmal. An der Art und Weise, wie dieses Subjekt, der rohstoffexportierende Staat, auf eine Lage reagiert, der auch jeder Geschäftsmann ausgesetzt ist. Preise in der Konjunktur gehen rauf und runter. An dieser Art, wie der Staat darauf reagiert, merkt man, dass da ein Sonderfall vorliegt. Während die normale kapitalistische Kalkulation so verfährt, sie hat Kostpreise für die Waren, die sie auf den Weltmarkt wirft, das ist in diesem Fall ein Naturstoff. Aber sie hat einen Kostpreis, der muss gehoben und gefördert werden. Dafür sind Auslagen zu tätigen. Das setzt sie ins Verhältnis zu den erzielbaren Marktpreisen, weil sie damit mindestens eine durchschnittliche Profitrate erzeugen wollen. Ein solches Unternehmen, das diese Preisschwankung vor Augen hat, senkt seinen Kostpreis. Und wenn der Kostpreis nicht weiter zu senken ist, weil die Preise heftiger verfallen, als das möglich ist, dann wird ein solches Unternehmen die Produktion einstellen und sein Kapital in eine andere Sphäre werfen. Ein Staat, und daran merkt man, dass
die Besonderheit in dem Subjekt und der Zwecksetzung liegt, verfährt unkapitalistisch, wenn er angesichts der schwindenden Differenz auf die Produktion des weiterhin identischen Stoffs setzt. Und dass er das tut, kommt nicht aus ökonomischer Dummheit, sondern aus der Notlage, in Anführungszeichen, in der er sich befindet. Es ist das einzige Gut, der gehobene Naturstoff, den er in gültiges Geld verwandeln kann, indem er es hebt und auf dem Weltmarkt verkauft. Sodass die kapitalistische Strategie, man lässt das Geschäft und wechselt die Sphäre, diesem Subjekt gar nicht zu Gebote steht. Der kann nicht umstellen auf Autoproduktion, sowas hat er nicht. Ja, es gibt eine Verwicklung, aber die kann man schnell erledigen. Ich unterstelle in meiner Argumentation quasi, dass der Drittweltstaat auch das Subjekt ist, das die Förderung des Rohstoffes übernimmt, das als Staatsbetrieb abwickelt. Das ist auch in vielen Ländern so. Es gibt freilich auch den anderen Fall, dass auswärtige kapitalistische Unternehmen das Kupfer im Kongo fördern. Und die rechnen auch kapitalistisch. Und wenn dann die Kupferpreise verfallen, dann steht ein Staat vor der Alternative. Will er, dass die Betriebe zumachen, oder sorgt er dafür, weil er über Lizenzabgaben oder über Steuern am Ertrag beteiligt ist, dass er durch seine Subventionierung den Kostpreis der Unternehmen so senkt, dass auch bei gesenkten Marktpreisen, wenn der Kupferpreis verfällt, die Profitrate der Betriebe weiterhin stimmt. Und so machen sie es auch. Dann übernimmt einfach ein Drittweltstaat die Transportkosten, damit das Kupfer zum Hafen kommt, und streicht einen Bilanzposten bei einem kapitalistischen Unternehmen, sodass deren Rechnung weiter aufgeht, um den Preis, dass er zuzahlt. Bitte. Ich meine, man muss doch aber differenzieren. Nicht alle Länder, denen die Schulden erlassen sind, sind wirklich rohstoffproduzierende Länder. Es gibt auch eine ganze Menge, die haben eigentlich gar nichts an Rohstoffen zu exportieren oder minimal. Sahelzone, Bangladesch und so. Was ist denn da? Welche Rohstoffe sind denn da, die da exportiert werden? Ich möchte die Frage zurückstellen, aber ich gebe schon eine kurze Antwort. Die Frage, was sind eigentlich arme Staaten, die in den Genuss des Schuldenerlasses kommen, ist nicht damit beantwortet, dass man sagt, das sind die Staaten, die arm sind. Sondern das sind Staaten, die haben es im Verlauf ihrer Entwicklung dazu gebracht, dass sie ein gehöriges Maß an Schulden aufgenommen, also Kredit bekommen haben. Den aber aus den Erlösen, die sie aus dem Rohstoffexport ziehen, oder vielleicht auch aus anderen Tätigkeiten, da kannst du jetzt von mir aus differenzieren, nicht bedienen können. Jedenfalls ist es so, dass ein Staat, der einfach arm ist, aber keine Schulden hat, für diesen Weltwirtschaftsgipfel ohne jede Bedeutung ist. Woran man merkt, ja, ist schon jetzt ein Vorgriff, dass das Problem, das dort bearbeitet wird, weder die Armut der Länder noch die Armut der Leute ist, sondern ein Problem der gläubiger Nationen damit, dass sie so viel Kredit in die Welt gesetzt haben, dass die Quellen die Ansprüche nicht befriedigen können, die damit aufgetürmt sind. Nimm es mal so als kurze Auskunft, weil deine Frage ein Vorgriff ist. Ich komme nachher ausführlich dazu. Um nochmal den roten Faden aufzunehmen, wenn du jetzt mit der Erläuterung zufrieden bist. Ja. Ist das Entwicklungsland in diese Schere geraten? Das ist mit den aufgenommenen Krediten eine Exportwirtschaft von Naturprodukten anschiebt. Wo tendenziell wachsenden Schulden sinkende Erlöse gegenüberstehen. Das wird von den Gläubigernationen zur Kenntnis genommen und auch als Problem gewürdigt und bearbeitet. So ein Abkommen wie Stabex habe ich zitiert, gibt bereits politischen Kredit von Staat zu Staat oder vom IWF oder der Weltbank, internationalen Agenturen, damit, was der Erlös der Länder nicht hergibt, durch Kredit gestiftet wird, nämlich die Exportvoraussetzungen aufrechtzuerhalten. Darüber kommt ein Entwicklungshilfekredit zu stehen, der gleich darauf gemünzt ist,
eine staatliche Infrastruktur in Anführungszeichen, wenigstens elementare Form einer Verwaltung und von polizeilichen und militärischen Ordnungskräften, aus einem gewährten Kredit der Europäer, der Amerikaner zu finanzieren, der aus den Erlösen des Rohstoffexports nicht einfach finanzierbar ist. Die Entwicklungsländer haben sich in dieser Hinsicht kreditwürdig gezeigt, und zwar in erster Instanz einmal dadurch, dass sie von der Gewalt, die sie hatten, verliehen durch auswärtigen Kredit, mit dem sie auch die Militärgeräte im Ausland kaufen durften, dass sie diese Gewalt, die sie zugestandenermaßen hatten, auf ihrem Gelände dafür eingesetzt haben, das gesamte Territorium und seine Bewohner für dieses maßgebliche Ziel eines Rohstoffexports für den Schuldendienst herzurichten. Sie haben Plantagen in fruchtbare Gelände gesetzt, sie haben Minen eröffnet und was sich dort an Bewohnern fand, wurde von fruchtbaren Böden vertrieben und die Bevölkerung wird durchsortiert in diesen Staaten nach wenigen handverlesenen Exemplaren, die man braucht, um in den Minen Diamanten oder Gold abzubauen oder Kobalt, die man in der Verwaltung oder von der Polizei braucht. Und der ganze große Rest ist ein Störfaktor, der weichen muss, wo die wichtigen Ziele der nationalen Geldproduktion für den auswärtigen Schuldendienst antreten. Das führt notwendig zu dem Bild, das man aus den Zeitungen kennt, dass Massen von Leuten abgedrängt sind in unwirtliche Zonen, in denen man nicht mal mehr mit den alten Formen der Subsistenzwirtschaft aus dem Boden Lebensmittel machen kann, sondern wo die Leute einfach verhungern. Und die, die dem entrinnen wollen, die versuchen in den Umkreis der großen Städte zu kommen, wo Verwaltungsangestellte ein bisschen Geld zu verausgaben haben, um mit den Plastikflaschen, die man auf den Müllbergen einsammelt, ein paar Cent zu verdienen. Oder sie versuchen, 18 Millionen sind es, von denen jetzt berichtet wird, nach Melilla zu kommen, um über einen 6-Meter-Zaun zu steigen und darauf zu spekulieren, dass sie nicht als Hackfleisch landen oder gleich von der Polizei zurückgeführt werden, sondern irgendwo am Rand der Metropolen ein paar Groschen für ihr Auskommen finden. Dass sie aus ihren Zonen in die Städte drängen, um auf den Müllhalden ein bisschen Geld zu machen, ebenso Leergut sammeln. Das ist in diesen Staaten auch noch notwendig, weil nämlich das gesamte Land und seine Einwohner dem Regime eines Geldes unterworfen ist. Auch dort herrscht Eigentum und wer den Zugang dazu haben will, zu einer Dose Cola oder zu einem Kilowatt Strom, der muss Geld bezahlen. Das muss man verdienen, ohne es zu können, weil das ist ja der besondere Kniff an diesen Entwicklungsländern, dass das gesamte Land und seine Einwohnerschaft dem Kriterium des Geldes unterworfen wird, ohne dass ein flächendeckender Bedarf an der Benutzung dieser Leute für eine kapitalistische Geldvermehrung existiert. Das ist das Bild, das man aus Polyglot oder Dumont kennt. Marokko, das ist ein Land von urwüchsiger Natürlichkeit mit schrillen, bunten Gegensätzen. Das Resultat von 50 Jahren Entwicklungshilfe ist also, dass die Staaten, die aus dem Rohstoffexport ihre Schulden bedienen müssen, es zu einer Ökonomie gebracht haben, die weit entfernt ist von dem Ideal, das sie sich vorgestellt hatten. Nämlich so eine Kopie einer kapitalistischen Marktwirtschaft à la Frankreich oder Amerika auf ihrem Boden zu installieren. Ihre Ökonomie, wenn man der Fachwelt glaubt, die sich da in Glen Eagles versammelt, die wird mit einer einzigen Kennziffer beschrieben. Das Schuldenexportverhältnis. Das ist ein Bruch, den sie aufschreiben. Oben steht S für Schulden, unten steht E für Export. Dann kommt so ein Dreieck, größer als 1. Also Schulden zu Export ist größer als 1 für alle diese Staaten. Das heißt, die Schulden sind größer als die Erlöse und dies die Regel für die Ökonomie. Damit ist über die Wirtschaft von diesen Ländern gesagt, die besteht aus gar nichts anderem
als Schulden zu nehmen, ohne die sie einen Export gar nicht hinkriegen, dessen Erlöse für die Bedienung der Schulden nie und nimmer zureicht. Deswegen ist der Bruch größer 1. Es gibt eine Art, unter diese Entwicklung einen Summenstrich zu ziehen, die unzutreffender nicht sein kann. Es ist insbesondere unter kritischen Leuten üblich zu behaupten, in Ansehung des maroden Zustands der Staaten in der dritten Welt, in Ansehung der vielen Armen und Hungernden, muss man zugeben, 50 Jahre Entwicklungshilfe sind gescheitert. Scheitern ist keine zutreffende Bilanz. Da muss man sich mal die Freiheit nehmen, die Subjekte zu unterscheiden, die an diesem Prozess beteiligt sind. Das erste Subjekt, das sind die mächtigen kapitalistischen Staaten, die ihren Kredit gegeben haben, die Banken dazu. Für diese Mächte und ihre Wirtschaftswelt ist erstmal sehr viel in Erfüllung gegangen. Sie haben erstens billige Rohstoffe im Übermaß für ihre gesamte Industrie. Sie haben zweitens Banken, deren Kredite versilbert werden, die verzinst werden. Eben mit den Erlösen, die die dritte Welt aus den Preisen ihres Rohstoffverkaufs erzielt. Dass da eine Schere aufgeht, sodass die Kredite der Banken zunehmend schlechter bedient werden, naja, das ist der Nachteil am Vorteil, dass die Industrie für so spottbilliges Geld immer mehr Rohstoffe einkaufen kann. Dass sich also drittens jetzt auch noch Schuldentürme aufbauen, muss man in erster Instanz auch einmal seiner positiven Qualität nachwürdigen. Wer Schulden hat, muss sich etwas sagen lassen, nämlich von den Gläubigern, wie er im Inneren zu wirtschaften und wie er Politik zu machen hat. Das ist ein Erpressungshebel erster Güte und er hat auch seine Hochzeit gehabt, als es noch den Kalten Krieg gegen die Sowjetunion gab, war klar, wer Schulden hat, ist im westlichen Lager oder er wird abgeschossen. Was das zweite Subjekt angeht, den Drittweltstaat, naja, der hat Zugang zu Kredit bekommen, hat sich mit diesem Kredit auch militärische Machtmittel einkaufen dürfen, aber hat es nicht zu dem gebracht, was er selber als Ziel vor Augen hatte. Nämlich eigenständige Quellen wirtschaftlicher und politischer Macht bei sich zu installieren. Er hat keine Wirtschaft auf seinem Boden, eine Produktion von Stahl und Autos und ein Gewerbe, in dem Geld produziert wird, aus dem er schöpft, das am Weltmarkt geachtet ist. Das hat er nicht geschafft, sondern ist in diesem Sinne bloß formell souverän geblieben. Formell, weil von außen gewährt und zugestanden, sowohl nach der Seite des Geldes, das ihm als Kredit gewährt wird, als auch nach der Seite der Ausrüstung hin, die er kaufen darf, Militärgerät. Und was schließlich das dritte Subjekt angeht, in diesem ganzen Prozess, das Volk, muss man sagen, das ist geblieben, was es immer war, nämlich Objekt und Opfer der Entwicklungsstrategie, die diese beiden anderen Subjekte, Gläubigernationen und Entwicklungsstaaten, betrieben haben. Das Elend dieser Leute, auf das heute gedeutet wird, das ist nicht erst die Folge wachsender Schulden. Das wäre verkehrt aufgefasst, dass die deswegen arm sind, weil die Staaten so viel Schulden haben. Es ist gerade umgekehrt gewesen, dass die schlechte Behandlung dieser Leute die Voraussetzung für die Kreditwürdigkeit dieser Drittweltstaaten war. Ja, das war ja gerade ihr Beweis. Das ganze Gelände für die Geldvermehrung herzurichten, die man für den Schuldendienst braucht, dann bekommt man weiter Kredit. Und man kennt aus den Umschuldungsverhandlungen immer wieder das Argument des IWF, neuen Kredit gibt es nur, wenn ihr dafür sorgt, dass den Leuten der Brotpreis erhöht wird,
dass ihnen der Strom abgedreht wird. Dass also die schlechte Behandlung quasi eine elementare Voraussetzung zur Erhaltung der Kreditwürdigkeit ist. Und die Entwicklungsländer, die haben ihren Ehrgeiz da reingelegt, diesen Forderungen aus eigenen Motiven zu folgen. Die wenigen historischen Ausnahmen übrigens sind nur ein Beleg für das Gesagte. Es hat mal, lange, lange her, so einen Staat wie Nicaragua gegeben, der hat gemeint, es müsste doch möglich sein, wenigstens als einen Gesichtspunkt im Staatsprogramm der Dritten Welt so etwas wie die Gesundheitsvorsorge für das eigene Volk einzubauen. Alphabetisierungskampagnen, ein bisschen Auskommen für die eigene Bevölkerung. Das ist sofort beantwortet worden als ein Entzug aus den Pflichten, die der Weltmarkt von den Drittweltstaaten einfordert und die üblicherweise auch von den Drittweltstaaten als ihr Karriereweg beschritten werden. Sofort gab es einen Kleinkrieg, der lange gedauert hat, bis die Sandinisten zermürbt waren. Scheitern bezieht sich bei denen, denen ich soeben ihre Diagnose bestreite, auf den Kampf gegen den Hunger. Ja, der Kampf gegen den Hunger ist gescheitert. Bloß, Leute, die das als Bilanzstrich ziehen, denen muss man nach dem bisher jetzt Ausgeführten sagen, da liegt ein Denkfehler vor. Man kann nämlich nur an einem Ziel scheitern, das man wirklich hatte. Den Kampf gegen den Hunger hatte aber niemand als Ziel. Also ist daran auch niemand gescheitert. Wenn es immer zu den gesagten Ergänzungen oder Einwände gibt, können die jederzeit eingebracht werden. Jetzt gibt es gerade eine Zäsur. Wenn das aktuell jetzt nicht der Fall ist, geht das auch nachher. Ich käme jetzt. Ja. Ja. Du hast ja eben schon den Ost-West-Gegensatz erwähnt. Es hat damals Staaten gegeben, die haben wirklich nur deswegen Kredit bekommen, damit dort ein westfreundliches Regime etabliert wird, das die Stellung militärisch hält. Da hat tatsächlich in dem Sinne gar kein Schuldenexportverhältnis jemals existiert, sondern war ein Stück Gegend. Und der Westen hat sich in den Standpunkt gestellt, das gehört uns und das darf im Osten nicht in die Hände fallen. Und deswegen sind die dann dafür kreditiert worden. Das sind, die gehören dann eben auch zu den Ländern, die jetzt so aussehen, wie das eben stimmt. Mhm. Ja, das bezieht sich auf deine Anfrage auch. Ja. Das ist einfach noch als Ergänzung zu bringen. Wie kommen denn solche Staaten an überhaupt an Schulden? Ja. Gehen wir mal weiter zum zweiten Kapitel, zu den Gläubigernationen. Ich habe eine für die Gläubigernationen und ihre Wirtschaft positive Bilanz präsentiert von 50 Jahren Entwicklungshilfe. Und die steht auch so. Allerdings gibt es da einen Wermutstropfen, weil diesen erfreulichen Leistungen, billige Rohstoffe einzukaufen, Banken kriegen ihre Kredite verzinst, Entwicklungsländer tanzen nach der Pfeife der Gläubigernationen. Diesen Vorzügen, diesen Leistungen steht ein Manko gegenüber. Die schiere Masse der Schulden, die sich da aufgetürmt hat, macht den Urhebern, den Gläubigernationen, nämlich Sorgen, weil sich zunehmend zeigt, dass diese Schuldenmasse immer schlechter bedient wird. Die Gläubigernationen, haben ein Problem, und zwar mit ihrem Kredit, den sie in die Welt gesetzt haben, weil der offenbar mehr Ansprüche generiert, als die Quelle hergibt, die das leisten soll. Ich drücke das bewusst jetzt mal so aus, damit klargestellt ist, dass der Stoff, um den da gehandelt und gestritten wird auf so einem Weltwirtschaftsgipfel, nicht einfach die Armut eines Staates und schon gleich nicht die Armut eines Bewohners dieses Staates ist. Die haben ein eigenes Problem, und zwar mit ihrer Kreditmasse, die zunehmend unbedienbar wird. Staaten, die mit ihren Exporterlösen die Zinsen für ihre Kredite nicht bezahlen können, die stellen in der Tat ein Problem dar. Für jede Agentur, eine private Bank,
oder eine Finanzorganisation wie die Weltbank oder den IWF, bedeutet es nämlich, es gibt einen Einnahmeausfall, Zinsen werden nicht bezahlt und am Ende steht das Vermögen in Gefahr, das man ja ausgeliehen hat, der Kredit selbst. Und wenn sich Entwertungen häufen, weil einfach nicht mehr bezahlt werden kann, dann haben Staaten schon gleich Sorgen, dass darüber, dass Kredite in großem Ausmaß unbedienbar sind, Banken in Gefahr geraten, weil die ihrerseits zahlungsunfähig werden und die ihrerseits große potente Firmen in den Ruin treiben können, bloß weil Daimler seine Einlagen bei der Deutschen Bank hält oder von der als Hausbank kreditiert wird. Also sehen Staaten ein Problem darin, dass der unbedienbare Kredit zu Kettenreaktionen führt, die aus Entwertungen größeren Ausmaßes bei Banken, im gesamten Kreditwesen, im Staatshaushalt nach sich zieht, sodass Gefahr im Verzug ist, auf die man antworten muss. Das wäre jetzt erstmal der logischen Form nach gar kein Einwand, dass du sagst, das Problem, das sie bearbeiten, ist das Ergebnis ihrer eigenen Politik. Das nimmt doch nichts davon weg, dass es ein Problem ist. Du kannst doch nicht sagen, dem Staat ist die Krise wurscht. Er hat da schließlich die Wirtschaft den Auftrag gegeben. Das ist doch albern. Nein, das ist nicht unabhängig von diesem Zustand. Was wollen Sie da einmal stellen? Das habe ich mit der Armut. Gut, ich erkläre mal meinen Einwand. Ich hätte ihn mir ganz sparen können. Ich hätte einfach sagen können, die Gläubigernationen haben ein Problem. Ihre Kredite werden nicht bedient. Das ist bitter. Man wollte ja Zinsen kassieren und das Vermögen erhalten. Und jetzt muss es annulliert werden. Ich habe mir deswegen die Negation erlaubt, dass diese Problemstellung nicht den Gegenstand vor Augen hat. Arme Staaten und arme Bewohner.
weil die, die diesem Gipfel so applaudiert haben, die große Masse, die Live Aid Konzertbesucher, der Auffassung sind, das sei dasselbe. Das ist aber nicht dasselbe, ob sich eine mächtige Nation, die Kredit vergeben hat, darum sorgt, dass ihr eigener Kreditüberbau platzt, weil die anderen nicht zahlen. Oder ob sie sich darüber sorgen, dass in diesen Ländern kein Mensch überleben kann, weil jeder Cent in einen Schuldendienst gepumpt wird. Es ist sogar nicht nur so, dass das zwei disparate Gegenstände sind, sondern wegen des Ersten wird das Zweite verlangt. Wenn der Schuldendienst die Priorität Nummer eins wird, dann haben diese Staaten Gründe, die Armut in dieser Gegend eher zu forcieren und nicht zu alimentieren. Nur deswegen habe ich es gesagt, eigentlich hätte ich es mir sparen können, jetzt bin ich aber froh, dass ich es gesagt habe. Ich weiß nicht, ob du jetzt zufrieden bist. Ich will nicht leugnen, dass dieses Ergebnis unbedienbarer Schulden, sagen wir mal so locker, damit zusammenhängt, dass die Rohstoffexportnationen in eine Abhängigkeit geraten, mit verfallenden Preisen die Zinsen nicht bezahlen zu können, die sie aber bedienen müssen, weil sie diese Schulden für den Rohstoffabtransport brauchen. Ja, das ist schon so, deswegen habe ich ja mit meinem ersten Kapitel angefangen. Aber der Gegenstand, der jetzt der Gegenstand der Sorge ist, ist der prekäre Zustand des eigenen Kreditwesens bei diesen Gläubigernationen. Und das mache ich mal einen Vorgriff auf ganz hinten. Es ist bereits eine moralisch eingefärbte Betrachtung der Sache. Wenn ich sage, die Drittweltstaaten bezahlen ihre Schulden nicht, das müssen ja korrupte Regimes sein, da ist doch was im Argen, da läuft doch was falsch bei denen. Mindestens müsste man erstmal noch gar nicht ökonomisch vertiefend mit gleichem Recht sagen, naja, was heißt hier, die haben Schulden, die sie nicht bezahlen können. Die anderen haben so viel Zinsansprüche in die Welt gesetzt, dass sie ihre Quelle glatt überfordern. Da wäre moralisch betrachtet erstmal der Gläubiger der Blöde und nicht der Schuldner. Dass das so einsinnig wird moralisch, ja, na, der Gläubiger ist der Arsch. Ja, das liegt an der Form des Kredits, weil das ein Vertrag ist, in dem der Zins erwirtschaftet werden muss, weil es eine Pflicht ist. Insofern ist klar, ja, durch die Brille dieser ökonomischen Kategorie begeht der, der die Schuld aufgenommen hat, eine Pflichtverletzung. Na, ist doch klar, dass der der Schofle ist. Der hat was verkehrt gemacht, der versagt. Es ist rechtlich so und deswegen auch noch moralisch. Das ist das Peinliche, dass die Moral jetzt auch noch auf der Seite der Stärkeren ist. Aber das liegt an der Form des Kredits. Das ist eine Pflicht des Tributs ist. Unabhängig davon, ob der Erfolg wirklich zustande gebracht wird, der Gelderlös, den man braucht, um den Zins zu bezahlen. Nimm's einfach mal so. Unbedienbare Schulden der dritten Welt heißt, die erste Welt hat zu viele Ansprüche an eine Quelle gerichtet, die dazu nicht fähig ist. Das ist jetzt ihr Problem. Mit dem Problem kannst du wieder intervenieren, wenn du nicht einverstanden bist, ja, aber ich nehme den Faden auf und mache ihn weiter. Mit dem Problem gehen sie seit 20 Jahren oder noch länger um und haben das bislang in der Form getan, Umschuldungsmaßnahmen einzuleiten. Die komplizierten, verschlungenen Pfade sparen wir uns, aber das Prinzip davon soll gesagt sein. Wenn ein Drittweltstaat seine Schulden nicht bedienen konnte, Zinsen und Tilgung ausblieben, dann gab es Verhandlungen darüber, ob diesem Staat ein neuer Kredit gewährt wird, nur zu dem Zwecke, den alten nicht bedienbaren mit Hilfe des neuen Kredits zu bedienen.
Das ist, was man Umschuldung nennt, sodass der neue Kredit dafür sorgt, den uneinbringlichen alten als nach wie vor gültiges Vermögen, das etwas abwirft, in den Büchern der Kreditagenturen und Banken stehen zu lassen. Ihn also als kapitalistisch gültiges Vermögen zu erhalten. Daran liegt ein kleiner Widerspruch an dem Verfahren, weil ja immerhin auf diesem Weg unhaltbare Kredite dadurch haltbar gemacht werden, dass der Umfang der unhaltbaren Vermögenstitel vergrößert wird. Es ist gewissermaßen eine Absicherung gegen das Risiko durch seine Ausdehnung. Dieses Verfahren aber wurde betrieben und es hat für die Entwicklungsländer geheißen, formell waren sie nach wie vor kreditwürdige Partner im Geschäftsleben und zwischenstaatlich. Ihnen wurde ja ein Kredit gewährt, freilich nur wegen ihrer eingetretenen Zahlungsunfähigkeit, die in Zahlungsfähigkeit verwandelt werden sollte. Aber materiell waren diese Staaten komplett enteignet, weil die Umschuldungsaktion den gesamten Bestand des Landes an natürlichen Ressourcen als Pfand, als Sicherung genommen hat für die Prolongierung dieser uneinbringlichen Kredite. Wer sich erinnert, bei der Umschuldungsaktion von Mexiko gab es das mal, da wurde das mal an die große Glocke gehängt, dass Mexiko einen neuen Kredit brauchte, um alte, nicht bedienbare weiter zu bedienen und dafür die gesamte Ölreserve des Landes zur strategischen Reserve der USA umgewidmet wurde. Ein Punkt, an dem man sehen kann, wie weit dieser Status entfernt ist von dem ausgänglichen Ziel der Entwicklungsländer. Was einmal Mittel für den staatlichen Gelderwerb sein sollte, der Rohstoff, ist jetzt Sicherheit in der Hand fremder Gläubiger für den Schuldendienst. Der Schuldenerlass, von dem wir eingangs gesprochen haben, der jetzt der Gegenstand auf diesem Weltwirtschaftsgipfel war, der Schuldenerlass ist der Abbruch mit dieser Spirale, mit neuem Kredit unbedienbaren haltbar zu machen. Dieser Erlass, damit keine falschen Vorstellungen einreißen, bezieht sich nicht auf alle Schuldner, sondern auf einen vergleichsweise kleinen Teil. Die hochverschuldeten, diese High Indebted Poor Countries nennen, diese HIPCs. Lange wurde darum gestritten, wer das ist. Geeinigt hat man sich auf die, bei denen der Quotient von Schulden zu Exporten größer ist als 2, wo also die Erlöse heftig hinter den verlangten Leistungen für den Schuldendienst zurückbleiben. Unter diesen Ländern haben sich jetzt mittlerweile 28, glaube ich, qualifiziert und darunter sind richtige Brocken wie Nigeria mit 18 Milliarden in der Kreide. Und bei diesen qualifizierten Ländern wird auch nicht einfach deren Schuld erlassen, sondern es wird ein Teil ihrer Schuld zur Streichung freigegeben. Schulden, die sie bei der Weltbank und dem IWF haben, ausgenommen sind in diesem ganzen Verfahren die Schulden, die sie gegenüber Banken haben und die sie gegenüber Staaten bilateral haben. Und an der Stelle will ich nochmal den Punkt betonen, der auf den wirklichen Stoff der Behandlung der Weltwirtschaftsmächte verweist. Wenn man sagt, arme Länder, die für den Schuldenerlass in Betracht kommen, sind solche, bei denen das Verhältnis von Schulden zu Export prekär ist, größer 2 ist, dann habe ich damit ausgedrückt, dass nicht die Armut des Landes schlechthin, auch nicht die Armut der Bewohner der Stoff der Sorge ist, sondern die Verletzung des verlangten Schuldendienstes, das müssen Länder sein, die Schulden aufgenommen haben in großem Ausmaß. Ein Land, in dem die Leute verrecken wie die Fliegen, das aber keine Schulden auf dem Buckel hat, ist für diese Leute uninteressant, kommt nicht in Betracht. Das ist ein Fingerzeig darauf, dass sie mit dem Blick auf die Schulden dieser Leute ihren prekären Kredit vor Augen haben.
an dem sie arbeiten. Dass das eine Strategie ist, die sowas wie ein Abrechnen ist. Schuldenerlass bei diesen Ländern, bei denen Schulden zu Export größer 2 ist. Das kann man an diesem eingeschlagenen Verfahren sehen, dass Schuldenerlass das Mittel der Wahl sein soll, wie man der Lage beikommt. Es kommt zum Beispiel, um das als Alternative mal ins Spiel zu bringen, keiner von den Gläubigernationen darauf. Naja, wenn das Verhältnis von Schulden und Export so schlecht aussieht, dann muss man eben am Nenner etwas verändern und den Export ankurbeln. Dann können sie ja wieder bedienen. Dass das eine bleibende, dauerhafte Lage ist, wo ein Land durch die Kredite und Zinsen überbeansprucht ist, im Hinblick auf die Quelle, die die Bedienung leisten soll. Das wird darin eingestanden, dass man sagt, an diesem Quotienten braucht man am Nenner überhaupt nicht rumzufummeln. Exportankurbelung, Erlössteigerung geht nicht. Wenn man irgendwo rumfummelt, dann am Zähler, bei den Schulden. Also wird an dem jetzt rumgefummelt. Und zwar so. Diese Schulden werden sorgfältig geprüft und in 2 Teile zerlegt. Da gibt es nach dem Dafürhalten der großen Gläubigernationen bei diesen hochverschuldeten Armen, um die es hier geht, einen nicht aushaltbaren Teil der Schulden und einen aushaltbaren. Und den nicht aushaltbaren, das ist ihr Votum, den sollte man bei den qualifizierten armen Ländern streichen und die aushaltbaren sollten weiter bedient werden. Was heißt aushaltbar? Aushaltbar soll heißen, die, die das bewerten und beurteilen, sind der Auffassung, die sind aushaltbar in dem Sinne, dass das Land mit seinen Erlösen dem Schuldendienst gewachsen ist, das leisten kann. Und dass ein Übermaß darüber hinaus, den man unaushaltbar nennt, dem Land erlassen werden würde. Ja? Jetzt wird so getan, als hätte man eine objektive Qualität von 2 Schuldenblöcken auseinander dividiert. Den aushaltbaren Teil plus einen Keil obenauf, den man unaushaltbar nennt. Diese Unterscheidung ist gar keine wirkliche Qualität dieser beiden Schuldenbestandteile, sondern definitorische Willkür, um es plastisch ins Bild zu setzen. Ein Land wie Benin hat 10 Milliarden Schulden. Aus der letzten Umschuldungsaktion stammen 2 Milliarden. Man kann natürlich durch die Brille einer Gläubigernation sagen, gut, die letzten 2 waren zu viel, die sind unaushaltbar. Aber die ersten 8 wären doch dann aushaltbar. So wird eine Unterscheidung vorgenommen. Aber die 2 Milliarden Euro, die das Land in einer Umschuldungsaktion zugesprochen bekommen hat, die hat es ja bloß deswegen als Kredit bekommen, weil die 8 Milliarden nicht bedienbar waren, also nicht aushaltbar waren. Also liegt der Sinn und Zweck dieser Unterscheidung auch gar nicht darin, wirkliche Quanta von Schulden auseinander zu dividieren, von denen man ökonomisch zutreffend sagen könnte, damit kann das Land leben. Schuldendienst für 8 Milliarden ist leistbar bei den Erlösen dieses Landes. Sondern dann liegt der Grund dieser Unterscheidung in dem Interesse der Gläubigernationen, die diese Unterscheidung vornehmen. Und dieses Interesse besteht darin, dass sie mit der Streichung des als unbedienbar deklarierten kleinen, vergleichsweise kleinen Überhangs von Schulden, den ganzen großen Rest damit als solide deklarieren wollen. Der Schuldenerlass, der also ein vergleichsweise kleines Stück der Schuld streicht, leistet mit dieser Reduktion genau dasselbe wie die Überschuldung, die Umschuldung mit der Aufblähung des Kredits. Nämlich den Kredit im Großen und Ganzen als solide, als nach wie vor werthaltiges Vermögen darzustellen.
Adressat dieser Operation, das verwechseln, das versichern sich die Staaten untereinander und sie versichern es mit dieser ihrer Proklamation gegenüber der gesamten internationalen Finanzwelt, der damit das Signal ausgesandt wird, die von den großen Gläubigernationen bewirtschafteten nationalen Gelder, das in ihnen angelegte Vermögen, das sind gute, verzinste Geldanlagen, sodass sich die Finanzwelt weiterhin in diesen nationalen Geldern ihrem Kredit- und Geldwesen gut aufgehoben wissen darf. Spare ich mir mal die verwickelten Details an dieser Front, vielleicht kommen wir in der Diskussion drauf, und ziehe mal die Konsequenz, die so ein Verfahren für ein Entwicklungsland nach sich zieht, im Verhältnis zu allen bisherigen Prozeduren. Ein solcher Schuldenerlass, wenn ein Entwicklungsland in den Genuss desselben kommt, verleiht ihm einen völlig neuen Status in der Welt der Staaten. Ab sofort ist nämlich die Kreditwürdigkeit eines solchen Landes für null und nichtig erklärt. Dieses Land ist zu einem geschäftsunfähigen Subjekt gemacht worden. Nicht, dass diese Länder pleite sind, ist neu. Das waren sie gestern schon bei der Umschuldung. Da konnten sie ihre Kredite auch nicht bezahlen aus den Erlösen. Aber dass jetzt höchst förmlich durch die großen Gläubigernationen über sie das Urteil vollstreckt wird, offenbart wird, ihr seid zahlungsunfähig. Ja, das ist sowas in der Staatenwelt wie der Offenbarungseid in der Geschäftswelt. Mit einem kleinen Unterschied. Ein solches Urteil über einen anderen Staat zu sagen, also so etwas über die Kreditwürdigkeit in Bezug auf ein staatliches Subjekt auszusprechen, ist immer die Verknüpfung der Geldfrage mit einer Machtfrage. Wenn das Urteil vollstreckt ist, ist vollständig klar, nicht nur, dass ein solcher Staat keinen weiteren Kredit von den Staaten dieser Welt bekommt, sondern dass damit auch die wesentliche Grundlage und Sicherheit entfällt, für Banken solchen Staaten Kredit zu geben. Wenn nämlich deren Kredite prekär sind, spekulieren die zuerst darauf, dass es staatliche Rückversicherungen in der Hinterhand gibt, die aus eigenem Antrieb und Interesse die Rückwirkungen auf ihr Bankenwesen bremsen und moderieren wollen und mit Krediten einspringen. Sowas also über einen Staat zu sagen, der kann seine Schulden nicht bezahlen, ist so etwas wie eine Abrechnung, eine Schließung eines Kontos. Das ist übrigens der Grund dafür, dass etliche unter den Drittweltstaaten sich nicht in die Schlange der Wartenden eingereiht haben und gesagt haben, wir wollen dazugehören zu denen, die einen Schuldenerlass bekommen. Es gab etliche von denen, die sich davor gefürchtet haben, dass sie daraufhin festgenagelt werden, weil sie antizipiert haben, das ist das Abschneiden eines Staates, nicht nur von dem zwischenstaatlichen Kredit, sondern auch von dem Kredit von großen Banken, den man braucht, um irgendetwas aus den Potenzen des Landes zu machen. Kreditwürdigkeit ist damit annulliert, aber aus der Zinsknechtschaft umgekehrt sind sie gar nicht entlassen. Die Restschuld, der weitaus größere nicht gestrichene Teil, bleibt stehen und der Schuldendienst in Bezug auf dieses reduzierte Niveau muss weitergehen, ebenso der dafür nötige Rohstofftransport. Und das führt zu einer kleinen Verwicklung oder einem Widerspruch, der sich jetzt sichtbar macht in dem Zustand, in dem diese Staaten sind und wie da unten mit neuen Methoden für Ordnung gesorgt wird. Es ist nämlich gar nicht so einfach unter einen Hut zu bringen, erst einem Staat zu sagen, du bist kreditunwürdig, du kriegst also keinen neuen Kredit, und dann und gleichzeitig von ihm zu verlangen. Aber der Schuldendienst an dem Verbliebenen, der muss funktionieren wie eine Eins, das muss laufen. Die Kredite, auf die er angewiesen war, um seine staatliche Ordnung zu finanzieren, bleiben nämlich einfach aus. Da schließt einfach, schaut mal in die FAZ, da schließt einfach nicht nur ein Gesundheitsministerium, sondern auch ein Straßenbauministerium. Vielleicht hat es nur 12 Angestellte, aber immerhin haben die
die Transportwege zum Hafen in Schuss gehalten. Der Kampf derer, die den Staat als Einnahmequelle benutzen, rivalisierende Clans, geht um eine verminderte Beute. Also gibt es das, wofür wir der Wissenschaft schon zwei neue Namen verdanken. Es gibt Failing States und Failed States. Es gibt scheiternde Staaten, Partizip Präsens, und solche, die schon gescheitert sind, soll heißen, wo es gar kein flächendeckendes Gewaltmonopol mehr gibt, das in einem Land die Ordnung aufrechterhält, die die großen Gläubigernationen aber als Ordnungsinstrument schätzen, damit der Rohstoffabtransport und Schuldendienst weitergeht. Es findet ein Zerfall staatlicher Ordnung statt, auf den die großen Nationen antworten. Im Prinzip so, dass sie die Trennung der Benutzung dieser Landstriche von einer intakten Staatlichkeit vornehmen. Praktisch so, dass wo immer möglich exterritorial produziert wird. Öl am besten offshore, gleich in Tanker verladen, dann hat man das ganze Ordnungsproblem mit diesem Tohuwabohu am Land nicht. Shell zum Beispiel fördert in Nigeria Öl und muss sich seit vielen Jahren gegen die aufständischen Schwarzen behaupten, deren Böden ruiniert werden durch die Pipelines, die immer das Öl in den Boden entlassen. Shell tut das mit einer kleinen Privatarmee. Und ein Unternehmen, das gewaltmäßigen Schutz für seine Plantage braucht, kann den mittlerweile von Privatsöldnerarmeen kaufen. Gibt sogar im Internet eine, die heißt Executive Outcome, sind trainierte Jungs aus Südafrika, kann man mieten. Und für größere Unternehmen gibt es mittlerweile eine Afrikanische Union, wo aus den zerfallenden Staaten verbleibende taugliche Restposten ausgewählt werden, die von Amerika finanziert und ausgerüstet werden. Und immer da, wo soziale Brennpunkte auftauchen, nennen wir es mal so, wie Darfur, eingesetzt werden. Nach wie vor nicht zusammen. Ja. Einerseits behauptet wurde, die neue Schuldenpolitik wegen der Streichung von Schulden sei das Urteil, ein Teil der betroffenen Drittweltstaaten für geschäftsunfähig zu erklären. Andererseits stelle das erstmal nur so dar, vorhin verstanden habe. Andererseits ist behauptet worden, dass was früher als Umschulung gelaufen ist, das heißt, im Prinzip nicht bedienbare Schulden formell als Vermögen stehen zu lassen. Einerseits, andererseits ist gesagt worden, im Ergebnis sei das dasselbe wie was passiert als neues Prinzip oder Schuldenpolitik, die wir in der Welt praktizieren würden, nämlich die Sortierung in nicht aushaltbaren und aushaltbaren Schulden. Das sei im Ergebnis dasselbe wie ihre frühere Umschulderei. Nein. Ja, das ist aber nicht verstanden. Okay, dann sage ich es nochmal. Ich habe den Einwand hier vorne so aufgefasst. Er sagt, er kriegt zwei Sachen nicht zusammen, weil er einerseits bei meiner Argumentation rausgehört hat, dass der Schuldenerlass im Verhältnis zur bisherigen Praxis der Umschuldung eine völlig neue Strategie ist, die mit den alten Prinzipien bricht. Und dass er auf der anderen Seite rausgehört hat, der Schuldenerlass würde genau dasselbe machen wie die Umschuldung. Die Sortierung in den nicht aushaltbaren
und aushaltbar sind. Da wird auch ein Teil der Schulden, da wird auch, auch so bezahlt. Als wäre das ein Prinzip von Vermögen, obwohl es uneinbringlich ist. Ja, jetzt, ja. Also dieser Vergleich, gut, dann sage ich jetzt nochmal, wenn man vergleicht, braucht man ja was Gleiches und was Verschiedenes. Ja? Die Umschuldung wie der Schuldenerlass haben das Identische darin, dass sie auf eine eingetretene Zahlungsunfähigkeit des Schuldners antworten. Der kann Schulden nicht bedienen. Und das ist ein Problem für die, die die Kredite vergeben haben, weil sie dem Risiko der Entwertung ausgesetzt sind. Dieses Problem bearbeiten auch beide Strategien, die Umschuldung genauso wie der Schuldenerlass. Aber sie bearbeiten dieses Problem auf unterschiedliche Weise. Die Umschuldung gibt neuen Kredit, um den uneinbringlich alten haltbar zu machen. Und bewegt sich damit in dem Widerspruch, dass sie die Absicherung des Risikos durch die Vergrößerung der prekären Finanztitel betreibt. Ein Banker würde sagen, das ist heikel, dem schlechten Geld immer weiter Gutes hinterherzuwerfen. Der Schuldenerlass bricht mit diesem Verfahren, weil er wirklich ein Stück der Schuld, das aus Gründen, über die ich geredet habe, als nicht mehr aushaltbar definiert wird, ein Stück Entwertung in Kauf nimmt, damit den ganzen anderen Rest als solide und bedienbar darstellt und darauf spekuliert, dass der als Vermögen erhalten bleibt. Dass sie den Kredithaufen insgesamt als nach wie vor gültiges Vermögen darstellen wollen, das ist auch noch beiden Verfahren einig. Aber der Schuldenerlass will sagen, Sie nehmen jetzt, bevor Sie neues Geld in die Hand nehmen und das Risiko vergrößern, lieber einen Schnitt vor und nehmen eine dosierte Entwertung in Kauf und behandeln aber dann ab jetzt damit auch das Subjekt, das die Schulden hat, als eines, das keine Kreditwürdigkeit mehr besitzt. Also man hätte da sagen, ergänzen, weil im Umschuldungsverfahren, das Umschuldungsverfahren ist ja einerseits das, was du gesagt hast, die Methode, die Schulden haltbar zu machen. Es ist aber gleichzeitig ein Verfahren, was einen weitergehenden Anspruch an die Bedienung stellt, also auch behauptet, dass dieser Anspruch glaubwürdig wäre. Wenn ein Staat ungeschuldet wird, dann wird gesagt, dem trauen wir zu, nach Maß, Übernahme der Programme und Projekte, die das IWF im Aufhalt, was er alles machen muss, um seine Produktion umzustellen, zu privatisieren, was weiß ich alles, dem trauen wir zu, dass er mit der neuen Bürde das dann auch insgesamt weiter bedienen kann. Es kommt jetzt gar nicht darauf an, ob das stimmt oder nicht, sondern es ist einfach der prinzipielle Anspruch, der in einer Umschulungsaktion drinsteckt. Und der Übergang zu sagen, wir streichen die, streicht ja genau diesen Anspruch, der bringt richtig zum Ausdruck, dass diese Erwartung nicht mehr gestellt wird. Ja. Das ist die Negation dieses Urteils über den Kreditnehmer. Ja. Das macht auch den Unterschied bezogen auf den Schuldner aus. Was mutet man dem einerseits zu und was traut man ihm aber andererseits zu? Dachte, da ist ein Urteil getroffen über das Gesamtpaket der Schulden, dass uns ein Teil davon erklären wird für unerträglich, der Rest dafür ist dann wieder erträglich. Was ich daran nicht verstehe, Teil dann streichst, ist doch gleichzeitig ausgesprochen, dass der gar keine Kreditwürdigkeit mehr hat. Was ist denn dann mit den Schulden, die man stehen lässt? Da ist doch dann auch mit entschieden, dass sie nichts mehr taugen. Die kriegen eine andere Funktion. Das ist eigentlich in dem, was Wolf gesagt hat, schon gesagt worden. Behalten die Funktion der Erpressung dessen, dass der Staat weiterhin die Exportleistung, die er bisher bringt, weiterhin zu leisten hat. Das Nicht-Entlassen aus der Schuldknechtschaft ist der Zwang, das Stück eingebunden sein in den Weltmarkt, was dann noch existiert, aufrechtzuerhalten. Und das ist auch der Zweck der Beibehaltung eines Teils der Schulden.
das, was du eben gesagt hast, damit gemeint wird, Signal an die Finanzen gibt. Die sollen nicht dort neu investieren, weil das Land ist abgeschrieben und dort kann keine Schulden mehr aufnehmen. Aber das, was da an austeilbaren Schulden existiert, ist für die Banken immer noch ein Geld, das irgendwie steht und weiter bedient werden könnte. Was haben wir den Banken erstmal gar nichts gegeben? Doch, das war ein Zusammenhang, wo er das gesagt hat. Aushaltbare und unaushaltbare, das wäre von den westlichen, von den Gläubigerstaaten aus ein Signal an die Finanzwelt. Und dann haben wir das sind zwei verschiedene Gegenstände, die jetzt aufgeworfen sind. Das eine ist, was bedeutet es für so ein Land, wenn ein Schuldenerlass vorgenommen wird? Und das andere, was du aufwirfst, ist, wem gegenüber wird eigentlich damit die Werthaltigkeit des Kredits dargelegt, demonstriert? Da denken die Gläubigernationen, die das machen, an ihr eigenes Geld, an ihr eigenes Kreditwesen, von dem sie sagen, indem wir mit unseren Vereinbarungen dafür sorgen, dass die vielen faulen Kredite gültiges Vermögen bleiben, ist für alle Finanzanleger auf der Welt klargestellt, dass das Geld dieser Nationen und ihr Kreditwesen nach wie vor eine erste Adresse für Geldanlagen aller Art ist. Noch plumper, da will ein Staat sagen, wenn Argentinien morgen nichts mehr zahlt, geht weder einfach die Deutsche Bank noch Hans Eichel pleite. Wir können nämlich im Extremfall Geld drucken und bekennen uns sogar dazu, dass wir uns aus dieser Krise rauskaufen. Dass dieser ganze Schwindel zwischen aushaltbaren und unaushaltbaren zu unterscheiden Eindruck macht, kommt nicht daher, dass die Glaubwürdigkeit der Rechnung überzeugend ist, sondern dass das Subjekt, das das macht, etwas für die Überzeugung beizusteuern hat, das nicht aus der ökonomischen Rechnung kommt, sondern aus seiner Macht. Wenn ein Staat sagt, das ist aushaltbar, dann hat er viel mehr gesagt, als etwas über den Zustand dieses Landes und seines Schuldenbergs. Der sagt, wenn es da künftig wieder Ausfälle gibt, irgendwer muss ja die Entwertung auf seine Kappe nehmen, denen werden jetzt 40 Milliarden erlassen. Die Bücher im IWF werden glattgestellt. Das ist ihr Verfahren. Beim IWF werden jetzt nicht mehr vorhandene Schulden, die gestrichen sind, weiter verzinst. Nicht von den Ländern, die können es ja nicht, denen ist es erlassen. Die werden verzinst von den großen Gläubigernationen, damit der IWF seine Konten glattstellen kann. Dann müssen aber Sie mit Ihrem staatlichen Kredit, mit dem von Ihnen gedruckten Geld, etwas in dieses Loch reinschaufeln, das sie durch den Schuldenerlass produzieren. Der Staat überzeugt also durch ein Machtwort, indem er sagt, ich werde die durch diese Kreditakkumulation und ihre Unbedienbarkeit einreißende Gefahr dadurch moderieren, dass ich als staatliche Macht für diesen Kredit gerade stehe. Und weil ich eine Macht bin, im Unterschied zu einer Bank, kann ich das auch, weil ich kann Kredit schöpfen. Qua Macht. Was ein Staat nicht kann, das ist dann die erfreuliche Seite der Ohnmacht. Den Erfolg mit diesem neu geschöpften Kredit garantieren, auf den das zielen soll. Natürlich kann ein Staat sagen, und wenn ganz Argentinien platzt, drucken wir uns neues Geld. Aber wenn mit Geld drucken die Bereicherung der Nationen schon fertig wäre, dann könnten sie ihre ganzen Produktionsapparate auch wegwerfen. Sonst ist jetzt, wenn es um wirkliches Geld geht, das bloße Drucken desselben, ich nehme mal die abgekürzte Form für diesen verschlungenen Weg, Kredit aufnehmen und wieder beleihen und wieder, die Vermehrung des Geldes ist dann, wenn sie bloß Kraft staatlichen Gewaltakt passiert, die Entwertung der Geldeinheit, das, was man als Inflation kennt, das heißt für jeden Finanzanleger, der in einem solchen Geld operiert, die Leistungsfähigkeit dieses Geldes mit ihm zu kaufen, in ihm zu investieren, wird geschmälert, sodass sich quasi die Expansionslust des Staates bei seinem Geldwesen darin rächt, dass der Wert seiner Einheit im Vergleich zu allen anderen in den Keller geht und der Kurs rutscht. Weil die Geldanleger und Verdiener dieser Welt sagen,
in diesem Geld wird das Geld vermehren, das Geld erhalten, nicht sehr gut. Deine Überlegung ist ein bisschen zu kurzschlüssig. Das geht nicht so direkt. Was die in diesen Umschuldungsoperationen und jetzt auch in den Entschuldungsoperationen machen, ist das Gläubiger-Schuldner-Verhältnis zwischen den imperialistischen Metropolen und ihren Drittweltgeschöpfen als solches neu zu gestalten, als solches aufrecht zu erhalten. Es ist nicht unmittelbar, was ist dann der Kredit der Deutschen Bank an die Hauptstadt Luanda, sondern es hält dieses Gläubiger-Schuldner-Verhältnis auf zwei verschiedene Art und Weisen aufrecht und damit die Grundlage aus den Schulden, die diese Drittweltstaaten gemacht haben, geschäftlich irgendwas zu machen. Bitte jetzt nicht gleich nachstochern, was kann man da draus machen. Da kommen die tollsten Sachen raus, die verkaufen das. Die verbriefen das, heißt es dann. Aber das Gläubiger-Schuldner-Verhältnis als solches wird aufrechterhalten und das ist der Kunstgriff, den die machen. Und das geht auch auf seine Frage vorhin. Die sind sehr daran interessiert, das Gläubiger-Schuldner-Verhältnis als solches getrennt davon aufrechtzuerhalten, was sie mit ihm in diesen Landstrichen angerichtet haben. Das steht wie eine Eins. Das beschäftigt sich mit sich selbst. Das sichert seine Geschäftsfähigkeit und die Fortsetzung von dem Klapperatismus. Ja, das machen die dort. Und insofern kümmern die sich wirklich nicht um die Ursache. Die Ursache kommt da ganz komisch vor. Bei der Umschuldung kommt sie so vor, aber kreditwürdig muss man diese Staaten trotzdem machen. Das trotzdem ist der ganze Kunstgriff. Ja. Gebracht hat, wir speichern wieder Geld, was es gar nicht mehr gab. Also das Bekenntnis dazu, dass die Schulden, die sie da streichen, der Sache nach nur Buchungspakte zwischen verschiedenen IWF-Konten und Staatskonten waren. Und dass im Grunde auch in diesen Buchungsakten der Staat als der quasi auf dem Papier stehende Schuldner gar nicht mehr vorgekommen ist. Das ist ja auch der Unsinn, wenn die vorliegende Schuldenerlasse meinen, die Staaten hätten jetzt Geld, weil die dass dieser letzte Punkt, was den neuen Status dieser Länder angeht, Gewicht hat. Das kann man auch an den Fortsetzungen ermessen, die darin bestehen, diesen Staaten auch ein ganz neues Pflichtenheft aufzuschreiben. Damit meine ich das Folgende. Der Schuldenerlass annulliert ihre Kreditwürdigkeit. Neue Kredite für irgendeine Entwicklung eines nationalen Geschäftslebens soll es nicht mehr geben, bekommen sie nicht. Die Restanstrengung, die in dem Land zu vollbringen ist, geht darauf, den Verkauf für die Bedienung der reduzierten Schuld zu erledigen, so gut das mit den Mitteln geht. Und sich ein völlig neues Programm zu eigen zu machen. Armutsbekämpfung. Es ist ja unübersehbar, dass der Name, mit dem ich heute Abend begonnen habe, Entwicklungsland, von gar keinem mehr in den Mund genommen wird. Dass man über diese Länder auch nicht mehr in dieser Phraseologie redet, Entwicklungsländer. Das legt Zeugnis davon ab, dass sie im Urteil der großen mächtigen Gläubigernationen und der Öffentlichkeit nicht mehr für das vorgesehen sind und dafür Unterstützung erfahren sollen, sich zu geschäftlichen Subjekten hochzuarbeiten, die aus Weltmarktverdiensten irgendeine heimische Art von Entwicklung finanzieren. Die heißen nicht mehr Entwicklungsländer und sie bekommen ein neues Ziel. Jedenfalls die, die unter diese Kategorie gefallen sind. Dieses Ziel heißt Armutsbekämpfung. Und es ist ein solcher Missgriff,
ausgerechnet daran jetzt ablesen zu wollen, dass jetzt ernst gemacht wird mit dem größten aller humanitären Ziele, das man sich als kritischer Mensch vorstellen kann in dieser Welt, dass die, die etwas haben, die reichen Nationen, endlich die anderen dazu anstoßen, beauftragen, vielleicht auch ausstatten, Armutsbekämpfung als neue Staatsraison zu verfolgen. Wenn Armutsbekämpfung, jetzt komme ich zum dritten Kapitel, aber alles andere steht immer zur Diskussion. Wenn Armutsbekämpfung ein neues Staatsprogramm wird, und auf das sind diese Schuldenerlassstaaten verpflichtet, sonst kommen sie gar nicht in das Verfahren rein, dann ist damit sowas wie eine Absage an jede Form von Entwicklung ergangen. Wer sagt, Armut bekämpfen ist euer höchstes Ziel, darum geht es jetzt. Der hat negativ gesprochen gesagt, es geht also nicht mehr darum, mit Krediten Universitäten und Stahlwerke ins Land zu bauen und darauf zu spekulieren, dass dort irgendeine Art von Markt entsteht. Ihr müsst euch mal diesen Gedanken transponieren, um das Gewicht für einen Staat, die Zumutung, die darin liegt, zu erkennen, auf unsere Verhältnisse. Das wäre etwa so, wie wenn eine große Macht an Deutschland heranträte und sagen würde, ab sofort ist Armutsprogramm das Staatsziel Nummer 1 für Schröder. Da geht es nicht mehr um die Finanzierung von Airbus-Flugzeugen, um die Subventionierung der Gentechnik, um am Weltmarkt zu verdienen. Da geht es nicht um den Ausbau oder die Reformierung der Universitäten. Da geht es nicht um den Ausbau der Bundeswehr und europäischer Eingreifkorps. Da geht es ab sofort um Wintermäntel für Hartz-IV-Empfänger. Es würde doch jeder gereifte Staat, der so einen Überblick über wirklich nationale Ziele hat, als abwegig und absurd, als Zumutung empfinden. Bei denen aber wird als allererstes Staatsprogramm festgeschrieben, was ein wirklich nationales Anliegen nirgendwo auf der Welt ist. Armenfürsorge in den Metropolen, meint also hier in den reichen Industrienationen, Armenfürsorge ist doch auch in diesen Ländern nicht ein Ziel der Nation. Das ist ein Mittel, das hat eine Funktion dafür, dass das wirtschaftliche Wachstum in diesen Ländern begleitet wird. Begleitet wird dadurch, dass das Wachstum der Industrie, das immer mal wieder Arbeitslose hervorbringt, das in wachsendem Maße, weil produktiver gearbeitet wird, Lohnkosten eingespart werden, das bringt 6 Millionen Arbeitslose hervor. Da gibt es ein soziales Netz, finanziert aus dem Groschen der Arbeiter, das zeitweilig außer Kraft gesetzte mit einem Arbeitslosengeld versieht, damit sie ein brauchbares Reservepotenzial bilden, wenn einmal wieder die Konjunktur nach oben geht und die Unternehmungen neue Kräfte brauchen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird die Armenfürsorge und ihr Aufwand prompt relativiert am wirtschaftlichen Wachstum, in der schärfsten Form mit der Agenda 2010, wo gesagt wird, es ist einfach vollständig verkehrt für eine kapitalistische Nation, die Kosten der Armutsverwaltung für gar nicht nachgefragte Armut immer weiter in die Höhe zu treiben, weil so das ganze Wachstum behindert wird. Kurzum, Armenfürsorge gibt es doch bloß als diese Funktion für ein wirtschaftliches Wachstum, in dem diese Armut nicht nur produziert, sondern auch immer wieder als Nachschub gebraucht wird. Um wie viel absurder ist dann das Verlangen, einem Staat Armenfürsorge als Staatsziel aufzuschreiben, der dieses Wofür man das in entwickelten Staaten tut, gar nicht hat und kennt. Eine Wirtschaft, für die man eben Hunger leider verköstigt, pflegt, weil sie gebraucht werden. Dann ist Armenfürsorge nicht nur ein vernichtendes Urteil für einen Staat, der wird beauftragt, sich mit der Verwaltung des restlichen Elends zu bescheiden, das als seine Aufgabe zu sehen, sondern das ist auch ein vernichtendes Urteil über das, was dann an Armenfürsorge wohl geht in so einem Staat.
Zuallererst muss man mal sagen, ist dieser Auftrag Armenfürsorge ein gigantisches Abbruchunternehmen an allen Formen von Sozialstaat in Anführungszeichen, die sich in diesen Staaten mal aufgetan haben, weil sie sich entwickeln wollten. Weil alles Geld in diesem Land beansprucht wird für den Schuldendienst an der verbliebenen Restschuld und das auch der ausdrückliche Auftrag ist, ist klar, dass da nicht einfach gewaltige Geldtöpfe verfügbar sind oder verfügbar gemacht werden. Für die Verköstigung von Armen, die kein Schwein in der Welt braucht. Also kein Schwein von den maßgeblichen Schweinen. Ist gerade, glaube ich, schon von dir zitiert worden. Das gibt es schon wieder. Auf der Internetseite von diesem G8-Gipfel wird die Armenfürsorge als dieses Millenniumsziel vorgeführt. Und die Frage, woher nehmen denn die Drittweltstaaten die Mittel für die Armenfürsorge, wenn das gesamte Geld schärfer noch als gestern für den Schuldendienst beansprucht wird? Darauf heißt allen Ernstes die Antwort, die Schuldenstreichung macht mittelfrei im Kampf gegen die Armut. Dabei ist doch der Ausgangspunkt so klar gewesen, dass ihnen die Schulden gestrichen werden, weil sie das Geld nicht haben. Das Geld, das sie nicht haben, das haben sie jetzt für die Armenfürsorge. Also ohne, dass es jetzt noch eine quasi äußere Quelle gibt, die ein gewisses finanzielles Futter dieser Armenfürsorge unterlegt, käme sie gar nicht in Gang. Und da gibt sich der Imperialismus ein bisschen spendabel und hat nicht neue Kredite gewährt. Die gibt es nicht. Sondern das, was er Donations oder Grants nennt. Gewährung, also Almosen eben. 100 Millionen zum Beispiel hat Wiczorek Zoll zur Verfügung gestellt für ein Projekt, um das riesige Girlanden gelegt werden im Internet. Das heißt, sie machen jetzt Mikrokredite in der dritten Welt für die Armen, damit die in all ihrer Armut auf einen grünen Zweig kommen. Mikrokredite, die laufen so in der Größenordnung 5 Euro bis 1500 Euro und sind sowas wie die Anschubfinanzierung für eine Ich-AG auf Afrikanisch. Man kann 50 Euro nicht bei einer Bank, aber bei einer Mikrokreditorganisation, meistens von Nichtregierungsorganisationen gestellt, kann man ausleihen, dann kann man sich ein Fahrrad kaufen, dann kann man, wenn es in Ghana noch Verwaltung gibt, ein paar Bodengänge erledigen mit dem Fahrrad. Und dann kann man sich ein paar Pesos verdienen und die 50 Euro zurückzahlen. Und so gibt es für handverlesene Ausnahmeexemplare die Form der Ich-AG in einem für die große Masse schier aussichtslosen Überlebenskampf. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, so wirklich satt wird man davon ja nicht. Das wäre das Mildeste, was man darüber sagen kann. Weil diese Form des Urteils die Sache noch an einem Maßstab misst, die der Zweck der Sache gar nicht ist. Warum machen Sie denn jetzt das, die Betreuung der Armut, von der man so schlecht satt wird? Töpfer von der CDU, der ja das große Rad bei der UNO immer noch dreht, hat darauf folgende Auskunft gegeben. Bei den neuen Instrumenten handelt es sich nicht um Barmherzigkeit, sondern um ein Investment. Die Rendite für die Industrienationen fließt in Form eines erhöhten Maßes an Sicherheit. Der Mann sagt also, sie geben das Geld nicht deswegen als Mikrokredit, der wieder eingetrieben wird, damit die Leute ein Butterbrot haben, sondern sie geben es wegen der Wirkung dieser Verköstigung, auf die sie spekulieren. Das nämlich Sicherheit gestiftet wird, weil auf diese Weise den Leuten eine Perspektive vor Augen steht, dass man doch in diesen Landstrichen überleben kann, die fürs Überleben nicht taugen, sodass man sich nicht als Flüchtling aufmacht und Europa mit Flüchtlingsströmen behelligt oder anfällig wird für terroristische Infiltration. Diese afrikanischen Länder sind ja auch ein Rückzugsgelände für Al-Qaida und andere. Das ist das Argument, mit dem sie ihre spärlichen Millionen rüberschieben, um eine Armut zu verköstigen, nicht damit die Leute satt werden,
sondern um eine Gefahr von ihr abzuwenden, die sie fürchten. Eine Störung durch Flüchtlingsströme, terroristische Umtriebe und Ähnliches. Von wegen, also Hilfe, ihr müsst mal überlegen. Ich weiß auch nicht, wie das im Herzen von Töpfer aussieht, das ist auch egal. Aber einer, der so loslegt, bei den neuen Instrumenten handelt es sich nicht um Barmherzigkeit, ja? Der weiß doch und er gibt auch zu, man braucht sich doch auf keinen Industrie- und Handelstag hierzulande blicken lassen mit dem Argument, heute waren wir barmherzig, 100 Millionen für die Bimbos. Der weiß doch, dass man da ausgepfiffen wird. Deswegen dementiert das. Barmherzigkeit war das nicht. Eigensüchtige Berechnung. Wir stiften Sicherheit für uns, indem wir in Melilla noch einen 6 Meter hohen Zaun dazustellen. Der muss dann immerhin auch was taugen, weil gestern konnte man die Wanderungsbewegungen in der SZ mal haarklein nachvollziehen. Das sind 18 Millionen, die sich vom mittleren Afrika nach Norden bewegen. Die Wege sind genau bekannt. Über Libyen und die Oasen in Algerien geht einiges. Da kommen manche Aufträge noch auf uns zu. Das ist also ein Projekt, an dem man diesen Fortgang ablesen kann, dass die Staaten auf etwas festgelegt werden, dass die Verwaltung des Elends ihrer zu Ende gebrachten, abgerechneten Entwicklungskarriere ist und nicht so etwas wie ein neuer Versuch, zu neuen Reichtümern und Ufern zu gelangen. Und zu dieser Art von Abrechnung mit diesen Staaten, ihrer Reduktion auf die Verwaltung des störenden Elends, da passt sehr gut die Kampagne gegen die Korruption. Das wäre der letzte Punkt. Wir wissen seit Neuestem, dass die dritte Welt eigentlich ein Sumpf der Korruption ist. Und insbesondere die kritischen Organisationen, diese NGOs, diese Nichtregierungsleute, haben das den imperialistischen Häuptern dieser Welt hoch angerechnet, dass sie endlich mal zugeben, was die Linken schon immer gesagt haben, dass die Leute in der dritten Welt, diese Regenten und Funktionäre, korrupt sind. Die moralische Leistung dieses Vorwurfs ist unüberhörbar, das ist klar. Es ist einfach eine Schuldzuweisung eindeutiger Art. Die Schuldentürme, die es in der dritten Welt gibt, die Armut, die man daneben dahin vegetieren sieht, das alles kommt von der Korruptheit der Herrscherklicken dort unten. Die haben in die eigenen Taschen gewirtschaftet, sich um die Bedienung der Schulden nichts gekümmert und ums Land auch nicht. Es ist also moralisch die Erledigung einer Schuldfrage. Aber am Korruptionsvorwurf hängt viel mehr, nämlich eine praktische Wucht. Und die geht schon ein Stück weit aus dem besonderen Gehalt dieses Vorwurfs hervor. Wenn nämlich der dritten Welt Korruption vorgeworfen wird, dann merkt man schon, dass sich das bezichtigte Objekt ein wenig unterscheidet von den Objekten, die hierzulande mit dem Korruptionsvorwurf überzogen werden. Ja, wenn hierzulande ein Industrieller irgendeinen Bürokraten kauft, um sich eine günstige Entscheidung servieren zu lassen, die sich geschäftlich nutzen lässt, Pfalz vielleicht, 3 Millionen, dann ist der Typ korrupt und der Staat beauftragt, die Korruption zu ahnden. Der Korruptionsvorwurf gegen die dritte Welt bezichtigt gar nicht eine Figur in diesen Ländern, die korrupt ist, sodass der Staat aufgerufen wäre, nach dem Rechten zu sehen, sondern der bezichtigt den Staat selber der Korruption. Wenn aber ein ganzes Staatswesen der Korruption bezichtigt wird, dann ist ja gewissermaßen ein Rechtsweg ausgeschlossen, mit dem man von außen beantragen würde, du, von mir anerkannter Staat, sorge dafür, dass die korrupten Figuren auf deinem Gelände verurteilt und stillgestellt werden. Wenn der Staat selber das korrupte Wesen ist, dann hat man damit quasi sich selber einen praktischen Auftrag erteilt, für Ordnung zu sorgen in einem Staatswesen, in dem es eine Ansprechadresse für eine solide Ordnung gar nicht gibt, weil der ganze Staat korrupt ist.
Das führt dazu, dass der Kampf gegen Korruption in erster Instanz einmal das ist. Man verbilligt den ganzen Funktionärsapparat, indem man ihm Zugriffe auf Gelder abschneidet und die gestritten wird, sofern sie noch im Haushalt landen. Und es führt dazu, dass man eigene quasi Organe auf dem Boden dieser Staaten stationiert, um die erteilten Aufträge abwickeln zu lassen. Da gibt es so ein Heft über Politik und Zeitgeschichte, da wird das eben wie eine zeitgemäße Lösung präsentiert. Soweit als möglich, sagt da so ein Regierungswissenschaftler, soweit als möglich sollten Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit mit den Partnerregierungen abgestimmt werden, damit keine Parallelstrukturen entstehen. Zugleich kann aber bei mangelnder Entwicklungsorientierung und verbreiteter Korruption die Zusammenarbeit mit der Regierung hochproblematisch scheinen, da sie die Legitimität der bestehenden Regimes stärkt. In derartigen Situationen wird es notwendig, auch jenseits des Staates mit nichtstaatlichen Organen zu operieren und zu kooperieren. Die geben sich den Auftrag zur inneren Einmischung, wobei das Innere, in das sich eingemischt wird, gar nicht mehr als ein Staatswesen gedacht und vorgestellt wird. Das ist die praktische Wucht. Dennoch möchte ich vorschlagen, noch für einen kleinen Moment den Korruptionsvorwurf für sich noch einmal zu betrachten. Weil er nämlich in seiner ganzen Falschheit unfreiwillig das wirkliche Verhältnis von Gläubigern und Schuldnern, Nutznießern und Benutzten klarstellt. Korruption kennen wir ja aus den eigenen Reihen, meine den Genossen Holger Pfalz. Korruption ist in zivilisierten Staaten ein Delikt, das kommt da vor. Worin besteht das Delikt? Alles falsch gesagt. Nein, das kommt da vor, ist gut. Als das operative Tagesgeschäft, sagen wir mal so. Ja, also in diesen zivilisierten Staaten, wo das vorkommt, da gibt es ein flächendeckendes wirtschaftliches Leben, wo Unternehmen ihre Waren produzieren und verkaufen und ein darüber gesetztes staatliches Aufsichtswesen, das Rechte und Gesetze festlegt, die Käufer und Verkäufer ihre Pflichten und Leistungen zu diktieren, Mietern und Vermietern sagen, wie sie zu verhandeln haben und wo ein Staat auch zum Beispiel Festlegungen darüber trifft, wie sich die große Industrie und die proletarische Wohnbevölkerung das Gelände einzuteilen haben, hier wird bewohnt, da wird gequalmt. Und da bleibt das nicht aus, dass zum Beispiel mal ein Geschäftsmann auf die Idee kommt, von einem staatlichen Funktionär gegen ein kleines Entgelt eine Information zu erkaufen, die ihm geschäftlich nützlich ist, aber für den Funktionärsträger nicht ohne einen Verstoß gegen seine Pflichten zu haben geht. Also wenn man zum Beispiel den Baudezernenten gut kennt und vorhat, eine kleine Siedlung zu bauen, dann ist es nützlich, wenn man von dem im Vorfeld erfährt, wann der Acker da hinten zum Bauland wird. Dann kann man ihn jetzt schon günstig kaufen und übermorgen mit dem dreifachen Wert verkaufen. Das kostet natürlich eine kleine Gebühr, die üblicherweise mit Tüten überreicht wird. Das ist Korruption. Ein privates Interesse. Er kauft sich die Entscheidung eines Funktionärs in politischen Diensten, der dabei gegen gewisse Regularien verstößt. Derselbe Vorwurf auf die Dritte Welt bezogen ist eigentlich von Haus aus schon deswegen platziert, weil die Regel dort gar nicht existiert, gegen die die Korruption der Verstoß ist. Weder haben diese Staaten so etwas wie ein flächendeckendes Wirtschaftsleben, aus dem heraus sich ein Bedarf an Rechtssicherheit ergibt. Noch gibt es da ein materielles Staatsinteresse,
so ein ziviles Erwerbsleben rechtlich zu ordnen, damit das Wachstum funktioniert, die Klassen sich vertragen. Und dass es so ist, das merkt man noch an dem Vorwurf selber. Ich habe es bereits zitiert. Es werden ja nicht gewisse Typen aus der Wirtschaft der dritten Welt als korrupt angegriffen, sondern der Korruptionsvorwurf gilt dem ganzen Staat. Damit sagt man ja eigentlich schon, das ist dort nicht so wie bei uns. Da gehen die Uhren anders. Da kann man das Verhältnis gar nicht so denken, dass es eine Wirtschaft gibt, darüber einen Rechtsstaat und manchmal wird gegen Regeln verstoßen, eben in der geschilderten Form der Korruption. Sondern wenn das ganze Ding korrupt ist, gibt man auf diese Weise schon unfreiwillig zu, dort ist ein anderes System am Werk als bei uns. Da gibt es die Regeln nicht, gegen die Korruption der Verstoß ist. Da ist ein anderes System am Werk, welches wollen wir gar nicht wissen, aber es ist anders. Erfährt man dann den Inhalt einmal, dann wird langsam klarer, worauf das zielt, der dritten Welt Korruption vorzuwerfen. Wie sehen denn die Fälle der Korruption aus, die dann präsentiert werden als Belegstücke für den Vorwurf? Ja, eben nicht so, dass man sagt, da gibt es einen Industriellen in Ghana, der hat einen Beamten im Gesundheitsministerium bestochen und jetzt macht er damit ein gutes Geschäft, weil der Impfstoff gar nicht getestet war. Das sind gar nicht die Fälle der Korruption, die berichtet werden, sondern die Fälle der Korruption sind solcher Art, dass berichtet wird, Präsident Mugabe behält ein Drittel des Staatshaushalts für sich, finanziert damit eine Schlägertruppe, die bei den Wahlen dafür gesorgt hat, dass seine Hutsi-Tutsi-Fraktion gewonnen hat, gegen die anderen. Er finanziert damit auch das Geschäft eines Clanbruders, der eine Plantage aufzieht. Und manchmal finanziert er damit auch eine Villa in Nizza. Ärgerlich, skandalös ist es für die, die darauf zeigen, weil das Geld, das der für sich behält, das von ihnen überwiesene ist. Das, was mit ihren Entwicklungshilfekrediten in diesen Haushalt geflossen ist, das ist das, was jetzt Mugabe für sich behalten hat. Der Vorwurf heißt also, da wird für eigennützige private oder nationale Ambitionen Geld ausgegeben, das wir bloß deswegen an diesen Potentaten gezahlt hat, damit er unsere Interessen bedient. Es ist so nach dem Motto, wir haben die Negerfürsten gekauft, damit sie den Laden in Schuss halten und die Rohstoffe rausrücken, und jetzt benutzen die unser Geld für ihren privaten Vorteil, statt sich um den Schuldendienst zu kümmern. Wenn man also den Korruptionsvorwurf moralisch gesehen aufrechterhalten will, dann müsste man sagen, dass die Korruption hier auf der Seite der Urheber des Vorwurfs vorliegt, weil die sich darüber beschweren, dass die von ihnen weggezahlten Bestechungsgelder, die die Leistung einer Gewalt einkaufen wollen, zweckentfremdet worden sind. Und nicht mal das könnte man ernstlich durchhalten. Weil gekauft haben sie nur die Gewalt auf einem anderen Gelände, damit der ganze Abtransport in Gang kommt. Nicht gekauft, weil sie das gar nicht kaufen können, haben sie auch den Erfolg der Verzinsung ihrer Kredite. Der Negermann hat verkauft, was er hat. Seine Haudegen, die Ordnung, die er stiften kann, seine Macht. Aber den Erfolg, dass aus den ganzen Krediten ein wahnsinnig sich selbst verzinsender Vermögensteil wird, das hat er gar nicht in der Hand. Insofern geben die Urheber des Korruptionsvorwurfs auf diese Weise eigentlich moralisch zu verstehen, dass sie mit ihren aufgeblähten Krediten eine Quelle mehr beansprucht haben, als die zu leisten imstande sind. Und dass sie für diesen durch ihre Kreditierung erzeugten Misserfolg mehr verlangt, als zu haben ist, die private, eigennützige Lebensführung der Potentaten, die ihnen das ermöglicht haben, als Quelle ausfindig machen. Gut, das Fazit unter dem Ganzen.
die Schuldentürme der dritten Welt, bei denen wir angefangen haben, sind das Ergebnis kapitalistischer Ausnutzung von Rohstoffregionen über die Jahrzehnte. Und die teilweise Streichung dieser unbedienbaren Schulden hat nichts mit der Verbesserung der Lebensführung Armer zu tun, sondern soll das Kreditsystem der Gläubigernationen sichern. Und die Entwicklungsruinen selber, die Staaten, die darüber von Krediten abgeschnitten zu Geschäftsunfähigen werden, die werden aus keiner Pflicht entlassen. Die haben den Schuldendienst weiterzutreiben auf reduziertem Niveau und die Armutsbekämpfung als neues Staatsprogramm in ihre Akten zu nehmen, um uns, dem reichen Westen, Flüchtlingsströme und Schlimmeres zu ersparen. Das ist das Prinzip dieser Millenniumsziele. Das Elend dieser Welt darf die politische und wirtschaftliche Ordnung nicht stören, die dieses Elend hervorbringt. Das hat dieses Konzert wirklich nicht verdient. Ne? Das war auch entsprechend. Das war auch entsprechend. Okay, dabei lasse ich es jetzt bewenden und es steht wie immer alles zur Debatte. Es ist so ein bisschen die Logik des Missmanagement-Vorwurfs. Es ist eine idealistische Fassung der wirklichen Abrechnung. Es wird eine wirkliche Abrechnung gemacht. Die imperialistischen Macher machen eine wirkliche Abrechnung. Die bilanzieren heute, was für Quellen sind denn dort erschlossen in diesen Landstrichen, was werfen die ab? Und wie stehen die im Verhältnis zu dem Erschließungsaufwand, der sich in Form der Kredite und der laufenden nachgeschossenen Kredite bilanziert? Da kommen Sie zu diesem brutalen Ergebnis. Die Erschließung der Quellen ist in gewisser Weise abgeschlossen. An denen gibt es eigentlich auch nichts zu meckern. Von einem Kobaltmangel hat es nirgendwo je die Rede gegeben. Nicht mal die aufstrebende Weltwirtschaftsnation China scheint das produzieren zu können. Aber der Aufwand muss doch nicht mehr sein.
So, das ist die wirkliche Abrechnung. Die ideologisch verlogene, spiegelmäßige Abrechnung. Die konfrontiert das Ideal der Entwicklung mit dem tatsächlich erzeugten Resultat. Das ist wirklich zynisch. Zu sagen, schauen wir uns doch mal den Müllhaufen an, den wir da angerichtet haben. Das wird natürlich nicht so gesagt, sondern ganz vornehm wird gesagt, werfen wir einen Blick auf Afrika und seine landestypische Verfasstheit. Das wird das Ergebnis der Zurichtung dieses Kontinents, wie so ist dieser Kontinent nun einmal. Schwarz halt. Hingestellt und daran wird gesagt, es ist doch absurd überhaupt zu meinen, in so einem Landstrich könnte man eine Fabrik hinstellen. Das ist eigentlich die Logik. An dem wirklichen Ergebnis der Erschließung dieser Landstriche, an dieser gnadenlosen Sortierung, das sind die nutzbaren Quellen und der Rest ist für überflüssig und bloß bestenfalls kostenträchtig und seuchengefährlich erklärt. Daran wird jedes Projekt jemals mehr aus diesem Landstrich machen zu wollen als das kann nur Unsinn sein, blamiert. Das kann nur so etwas sein, wie da wirtschaften sich Projektemacher was in, von der rechten in die linke Tasche und bestechen Leute. Es wird die, es, ja, und jetzt kommt, wie, wir sind jetzt mal verständnisvoll, wir schauen uns den Kontinent jetzt mal wirklich so an, wie ein guter Mensch hingucken muss. Man muss das Elend annehmen, wie es ist. Ja, wie so ein Arzt halt. Diese verlogene Tour wird heruntergewirtschaftete Standpunkt zum Maß jeden möglichen Eingriffs gemacht. Was kann man mit Sterbenden machen? Sterbehilfe! Das ist die Logik. Daran merkt man etwas anderes, was der Wolf am Anfang gesagt hat, mit dem, wie sieht eigentlich der Protest in Anführungsstrichen dagegen ja. aus, heute im Unterschied zu ein paar Jahren, egal ob man den jetzt gut oder schlecht fand. Diese Fähigkeit des Idealismus, sich immer so zeitgeistmäßig genau an das anzuschmiegen, was der Imperialismus immer gerade von oben ja. durchführt. Kaum wird oben gesagt, dieser Kontinent taugt nichts, mit dem ist nichts anzustellen, wissen die Leute, die das von unten begleiten, sofort wieder, welches Ideal sie sich zulegen müssen und an welchem sie jetzt die Mächtigen messen. Die messen das gar nicht an ihren Vorstellungen, sondern nur an Vorstellungen, die sie denen ablauschen und dann wieder dran lamieren, dass das doch immer gar nicht so gut rauskommt, wie es soll. Über diesen gekonnten... Das machen sie seit 50 Jahren so. Immer das Ideal, was gerade von oben verkündet wird, ja. nimmt man und sagt, und 10 Jahre später sagt man, das Ideal war ja scheiße, aber das sagen wir ja selber, ob das nicht mehr gilt, also nehmen wir das nächste. Vorgestern musste man sich mit diesen guten Menschen mal streiten, ob es wirklich notwendig ist, damit Menschen in Afrika was zu essen kriegen, dass man Häfen und Banken in der Hauptstadt baut. Da hat man sich mit denen gestritten, sag mal, habt ihr mal hingeguckt, was Entwicklung eigentlich heißt? Entwicklung ist überhaupt kein Programm der planmäßigen Versorgung eines Landstrichs mit Lebensmitteln, der Erschließung von irgendeinem Landstrich, dass da mehr wächst und die Leute mehr zu essen haben. Da passiert was ganz anderes. Da werden Abtransportterminals aufgebaut. Da gibt es neben dem Elend Banken. So einen Streit muss man führen. 10 Jahre später, als Umschuldung war, muss man sich mit diesen Menschen streiten. Sag mal, liebe Leute, ihr sagt immer, man soll der dritten Welt die Schulden erlassen. Das wäre menschenfreundlich. Habt ihr euch schon mal den kleinen Unterschied klar gemacht, dass den Staaten Schulden zu erlassen durch den Internationalen Währungsfonds gar nicht dasselbe ist, irgendetwas für die dort lebenden Menschen zu tun? Könnt ihr zwischen Regierungschefs in Afrika und den Menschenmassen, die dort hungern, vielleicht noch mal ein bisschen unterscheiden wollen? Heute wollen sie nicht mehr unterscheiden.